So, hier noch mein kleines Hilfevideo an sich, weil ich bin jetzt mal gerade hingegangen. Wir sollten ja eben alle benannten Orte finden. Jetzt bin ich hingegangen, habe eigentlich jeden besucht und jetzt gebe ich euch einfach nur den Tipp: Besucht erstmal die ganze Map, bevor ihr anfangt mit den Aufgaben, damit ihr wirklich wisst, überhaupt, wo ihr hin müsst. Weil ich habe nämlich eben schon in Aufgaben gesehen, zum Beispiel als nächstes Eliminierung bei Lazy Lake oder Misty, bla bla bla. Das Problem ist, wo ist Lazy Lake? Weil wir haben ja nicht wie früher, wir sehen ja nicht, wo irgendwas ist. Deshalb, ich gebe euch wirklich den Tipp, geht hin und besucht jeden Ort. Auch die Orientierungspunkte. Besucht die erstmal. Nicht, dass irgendwann eine Aufgabe kommt, macht das und das und ihr wisst überhaupt nicht, wo ihr wirklich hin müsst. Klar, dafür bin ich dann wieder da und erkläre euch natürlich, wo das ist. Aber diesen kleinen Tipp gebe ich euch einfach mal für zwischendurch, weil ihr seht ja, ich muss jetzt nur noch dahin. Und dann habe ich schon mal alle Ortsnamen wenigstens. Weil jetzt weiß ich nämlich auch, wo Salty Springs ist. Dann dieses Misty. Jetzt weiß ich auch, dass das hier unten rechts ist. Da. Das hier müsste dann eigentlich. Wo müssen wir hin? Müsste eigentlich Lazy Lake sein. Warte, bin ich jetzt blöd? Habe ich irgendwas übersehen? Nee. So, jetzt gehen wir nämlich gerade noch dahin. Und das müsste nämlich dann eigentlich Lazy Lake sein. Also, dass ihr auf jeden Fall schon mal alle Namen habt von der Map an sich. Weil das hilft euch natürlich ungemein weiter für die generellen Aufgaben. Weil es kann ja sein, dass ihr mitten in der Runde seid und seht, ah, ich muss ja eh noch die Aufgabe machen. Und dann wisst ihr wenigstens, wo ihr hin müsst. Weil, wenn ihr vorhabt, natürlich alle Aufgaben zu machen, was ihr natürlich vorhabt, dann hilft das nämlich auf jeden Fall. Nehmt euch einfach wie jetzt, ich hab, warte, lasst mich lügen. Eine Viertelstunde bin ich jetzt in Gruppenkeile nur rein und rausgegangen, den Ort gesucht, also besucht, gelandet und wieder raus. So, dass ich auf jeden Fall schon mal alle Orte habe. Das müsste nämlich jetzt der letzte sein. Ich weiß auch nicht, ob es dafür sogar einen Erfolg gibt oder so, weil zurzeit gibt es ja wirklich für alles Erfahrungspunkte. So, wir gucken mal. Bekannten Ort. Gibt 2000 DP. Ne, dafür gibt es nichts. So, jetzt gucken wir mal gerade auf der Map. Ich habe jetzt definitiv alle Ortsnamen, habe ich jetzt. Aber, wo sind. Warte mal. Lazy Lake. Bin ich denn blind? Wo zum Geier ist denn Lazy Lake? Ich habe nämlich gesagt. Ach, da! Guten Morgen! Eieiei, blind ist der Kerl auch noch. So, ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, damit schon mal helfen. Wie gesagt, besucht einfach jeden Ort. Es hilft euch definitiv die ganze Zeit. Und am besten halt, wie gesagt, in Gruppenkeile rein, den Ort besuchen und wie ich jetzt direkt wieder rausgehen, Match verlassen, zack. Und schon habt ihr es gemacht, weil die Aufgaben zählen immer noch, auch wenn ihr die Runde verlasst. Also es wird alles gewertet, so wie es ist. Und das war es eigentlich schon. So. Wenn ich dir damit auch schon weiterhelfen konnte, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen. Wir sind jetzt bei 503 Abonnenten. Bei 510 Abonnenten gibt es halt unten schon die nächste Zahl. Und wenn du mehr wissen willst, wie das ganze Gewinnspiel im Prinzip funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch wie der Code zu knacken ist. In dem Sinne, viel Spaß noch mit den Aufgaben und bis gleich, wenn ich die nächste Aufgabe euch zeige. In dem Sinne, haut rein.